Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich will euch heute ein Produkt vorstellen. Tüdü, Thermospacer. Das sind unsere Thermospacer von Subi Performance. Die sind aus einem speziellen Kunststoff, der einen sehr niedrigen Wärmeleitwert hat. Und man kann somit seine Ansaugbrücke vom Zylinderkopf thermisch isolieren. Das bringt kühlere Ansauglufttemperaturen, ergo mehr Leistung. Ein günstiges Tuning, was relativ einfach gemacht ist. Ich habe mich immer geärgert, diese blöden Dichtungen, die zwischen Ansaugbrücke und Kopf kommen. Ich habe hier mal ein wunderschönes Beispiel. Das ist jetzt ein Thermospacer aus so einem, ich glaube hier so Pressplattenholz ist das. Und die Dichtungen, Moment, ich mache das mal scharf. Die Originaldichtungen, die kleben sich fest an dem Holz und das kann man dann nur noch irgendwie mühselig abkratzen, sind alles auch nur einmal verwendbar. Unsere Dichtungen hier kann man auf jeden Fall immer wieder verwenden. Ne? Das sind super hochwertige Dichtungen, die sind ölresistent, temperaturresistent, die gehen auf jeden Fall nicht kaputt und dichten perfekt ab. Yes, die wird es ab jetzt im Shop für 150 Euro geben. Im Set kommt das dann in so einer Tüte mit den Schrauben und den Unterlegscheiben dazu. Und dann läuft's. Was ich nochmal so das jetzt hier nebenbei erwähnen will. Ich habe zurzeit einen Stehbolzen von einer anderen Marke hier, 14 mm. Und unsere Ultra Headstats. Und ich will damit zeigen, was so geil an den Headstats ist. Das sind jetzt die Stehbolzen 14 mm. Die kriegt man nicht hier durch. Kurz scharf machen. So, die passen nicht mehr durch die Hülse, man muss andere Hülsen fahren. Man muss riesen Bohrungen setzen, damit man dieses grobe Gewinde da durchbekommt. Schaut euch das an hier mit dem Loch im Kopf, was da für einen riesen Apparillo rein muss. Und warum das alles, weiß ich auch nicht. Ich zeige euch jetzt nämlich, was so geil ist. Mal nullen. So, hier, der Knackpunkt ist ja die dünnste Stelle im Gewinde. Kerndurchmesser ist bei den Bolzen, ich muss da reinkommen, 12,16. Und bei unseren auch so um den Dreh. Ne? Es ist ja auch okay. Nur, dass unsere halt einen Außendurchmesser von 12,7 haben die. Eigentlich. Und die von fast 14 mm. Das ist dann wieder gleich. Das ist eben der Vorteil an unseren Bolzen, dass wir der Umbau quasi nicht so kompliziert ist und bei weitem nicht so viel Fleisch wegnimmt am Block. Und unsere natürlich durch die Originalhülsen so passen. Ja, ja, ja. Was jetzt auch noch in Zukunft in den Shop kommt, ist durchsichtige Zahnriemenverkleidung. Die ist super hochwertig. Die Gussform ist wirklich absolut high-end. Das ist sowas von präzise und genau. Hier sieht man das mit den Einsätzen für die Schrauben. Also es ist echt Top-Qualität. Und die wird doch für 300 Euro in den Shop kommen. Die sind ganz schön teuer. Aber ist natürlich ein Eyecatcher, wenn man da eleganten Zahnriemen hat und coole Rollen drauf hat. Das sieht natürlich auch gut aus. Und ich sage auch ganz ehrlich, das bringt auch Vorteile. Wenn man irgendwie der Zahnriemen langsam nicht mehr so gut aussieht, da macht man nur die Haube auf und sieht direkt, ob da was ist oder die Wasserpumpe leicht leckt oder so. Ne? Also das ist eigentlich nicht nur, sagen wir mal, Spielerei, sondern das hat irgendwie auch einen Sinn. So, wir haben genug zu tun hier. Ich mach mal weiter. Ciao.